Wir haben noch keine neuen Spuren, aber wir werden uns jetzt sputigst, hurtigst auf die Socken machen und sputen, um Spuren zu finden. Jule spielt und weiter jedet, denn wir müssen hier ja investigativ tätig werden. Da steht schon ein Geisterfrau. Was ist denn mit ihr? Hallo. Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Oh. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge. Wir sind in Salem. Danke. Da würde ich mein Gebäude aber auch weinen, wenn ich könnte. Eine Frage, so. Wenn ich da oben nachher aus dem dritten Stock springe, weil das Fenster ja da offen ist. Ist es gut? Das stört dich, glaube ich, nicht. Du bist ja schon tot. Ich denke auch. Oh, oh, schwierig. Ja doch, vielleicht. Danke. Edis kenne ich auch. Ach, Stuart. Jetzt wissen wir, wo das herkommt. Ja, eben deswegen habe ich es mich gerade. 10-4. Jo. Nein, die ist eingeschlossen. Oh, oh mein fucking goodness. Oh, bitte dreh dich nicht um. Oh. Oh. Nur. Ich wusste, ich habe was gehört. Du hast Blut am Bauch. Wo? What the fuck? Komisches Viech hinter uns weg. Ja. Oh. Wo geht er denn hin? Ui. Das ist lustig. Warte mal. Geh mal hinterher. Witsch. Oh. Hallo. Wo bist du denn hin? Hallo. Da steht er. Ui. Oh. Da liegt irgendwas Flubbelndes auf dem Bett. Kannst du es anpacken? Was Flubbelndes? Ach nee, das ist nur ein Kissen. Ja, das ist ein Kissen. Bitte lass mich mal da liegen. Passt zwar farblich überhaupt nicht dazu, aber lass mich da... Das ist voll eklig. Hey. Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Ja, der hat doch gehabt. Ich wollte... Nee, hat nicht. Eine rhetorische Frage. Herrgott, nochmal. Komm schon. Guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so. Du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Das ist ja witzig. Wie scheiße muss das sein, wenn man Zeit hat ohne Ende? Nee, guck, das war bestimmt der Arm, der im Bauch fest ist. Ah, das kann sein. Guck mal, Fische. Fisch. Hui. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe es gesehen und ich werde Albträume haben. Ich denke, wir haben für eine Weile genug Albträume. Sprich nicht davon. Sprich niemals davon. Ich höre gern auf zu reden. Ich will die Sendung sehen, weißt du? Hat sie uns gesehen? Die hat irgendwas gesehen. Die hat irgendwas gesehen, wenn die ständig am Fenster hängt. Hat die was gesehen? In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Ja, das Leben kann schon mal hart sein. Ach, nicht eben. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Ach, das ist... Mag den Sessel mehr als mich. Oh. Sagt sie das selber nochmal? Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Ah, wenn ich es mehrmals drücke, sagt sie was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Jetzt ist es frei anscheinend. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Mag den Sessel mehr als mich. Mann, oh. Nur zwei Sachen. Ist das geil, dass man da durchgehen kann? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, total. Zumal, Fuck. Was ist das denn? Achso, das sind wieder so Überbleibsel aus vergangenen Tagen. Ich habe eine Schaufel zumal das komisch ist, weil ich mich jetzt dadurch verlaufen werde. Okay, hier war ich eben. Und hier bin ich rausgekommen. Hier bin ich angekommen. Oh Gott. Weil das nämlich, ich muss mich ja erstmal orientieren. Können wir uns an Türen orientieren? Ja. So, da waren wir gerade. Nee, doch nicht. Nee, das ist eine Doppeltür. Nee, ich glaube nicht. Was leuchtet denn da auf dem Fußboden? Was an der Wand? Was ist das? So ein Zeichen. Fallakten. Es gibt in Salem viele Arten, an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Fortfahren. Ein Warnhinweis. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber angesichts der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten.
Wow. Ah, das ist ein Nebenfall. 1 von 39. Ja, geil. Schaffen wir, auf jeden Fall. Warnhinweise. Ist die Frage insgesamt in diesem Kapitel oder was? Insgesamt im Spiel, denke ich mal. Haha, guck mal, hier hat sich auch jemand an Türen. Ah ja, hier sind wir gewesen. Oh, dann gehe ich wieder. Oh, was ist das für ein Zeichen? Guck mal, noch was zum Sammeln. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. Ich weiß, dass dich das aufregt, Schatz. Die sind ja goldig. Was noch? Die Typen im dritten Stock. Man könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Dritter Stock, das war hilfreich. Warte mal, wir kommen gleich. Oh Gott. Ein Zeitungsartikel. Zeitungsartikel Nummer Uno. Obwohl die Stadt Salem in den letzten Monaten einen starken Anstieg bei gewaltsamen Toten zu verzeichnen hatte, ist das Salem Police Department nicht bereit, offiziell auszusagen, dass zwischen den Toten eine Verbindung besteht. Es waren ein paar harte Monate, sagt SPD-Sprecherin Ingrid Larsen, aber es wäre unverantwortlich, voreilig Schlüsse in diesen Todesfällen zu ziehen oder eine Verbindung zu vermuten. Was denn? SPD-Sprecherin, das ist ja lustig. Ja, ja. Wir untersuchen jeden einzelnen Fall gründlich und erlauben uns nur ein Urteil, wenn es die Beweise auch zulassen. Es handelt sich nicht um die Partei. Nein, sondern um das Salem Police Department. Die Toten wecken, einen Schuss haben, ja. Schuss haben. Ja. Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Oh, hast du Angst um deine Kleine? Sind das Wegmarkierungen, diese Dinge auf dem Boden? Ich hab keine Ahnung. Aber ich konnte drüber laufen. Hoffentlich stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Voll die super Unterhaltung. Nett. Ja, es könnte aber glatt sein, ne? Ja, so nach dem Motto, hier musst du lang. Haben wir jetzt alles schon auf der Etage? Naja, ich wüsste nicht, wo ich noch hin sollte. Hier war ich? Ach so, warte mal. Genau, da. Ein? Da war doch noch was, genau. Hier irgendwie rechts. Cool, Raum. Cool. Hui, geilo. Guck dich mal um, ob irgendwo an den Wänden was hängt oder auf dem Tisch was. Ich habe eine Heizung enthüllt. Ich sammle die mal ein. Dann könnten wir die Schaufel aber vielleicht auch mitnehmen, die bei den anderen im Schrank war. Nee, bei der steht jetzt direkt da enthüllen. Bei der Schaufel stand es nicht da. Okay. Wie kann ich denn hier... Achso. Nee, ich glaube, das ist einfach nochmal was anderes. Nee, da ist es. Ah, 1 von 8. Ein nasses Grab. Ein nasses Grab. Hä? Nee. Aber die Schaufel war doch da nicht umsonst. Ah, okay, es geht tatsächlich nur um so komische Boiler. Oh my goodness. Können wir uns im Poolraum nochmal umsehen? Ja, ja, gleich. Natürlich. Aber da steht eine Frau. Da steht ein Geist herum. Das hier? Gleich. Ja, nur ob an der Wand irgendwie noch was baumelt, was wir übersehen haben. Nein, gut. Dann können wir weitergehen. Ja, aber hier ist auch noch eine Tür. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber das ist Exit. Wenn wir mal draußen sind, kommen wir nicht mehr rein. Ach so, da komme ich auch nicht durch. Ich dachte, das wäre noch ein anderer Raum, aber ist ja Quatsch. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde... Dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Wieso denn alte Leute? Jetzt kriegen wir alte Leute. Davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Das ist doch bestimmt die mit dem nassen Kram, oder? Ja. Detective.
Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Alte Leute, sind das hier unten? Ach, ich gar nicht so. Und gekriegt. Deswegen habe ich so Angst gekriegt und dachte so, Jegliche ältere Miete, na gut, das werden ja nicht die einzigen sein, ne? Oh Gott. Wie viele Nebenquests gibt's denn hier so im Schnitt? Viele. Ui, ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, aber noch weiter ging's ja nicht. Nee. Und dann geh ich jetzt mal weiter. Ein älteres Paar haben wir ja schon. Oh Gott. Ui, Batamas. Diese komischen Fissel da, ne? Aber es sind zwei Flubbel. Ach, kann das sein, dass das die Segnungen sind? Vielleicht? Das sind aber zwei Flubbel jetzt. Ja, das kann ja sein. Ja, weiß nicht, ob das Segnungen sind. Weil sie sind ja aus der. Achso, sind ja aus der Geisterwelt. Ja, stimmt. Das kann natürlich sein, dass das die Segnungen sind. Oh, alle schau. Oh. Ach guck, jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Erklärung dafür. Ach, sieh nur wieder. Wie sieh nur wieder? Die sehen hier alle gleich aus. Das ist das Mädchen wieder. Ja, aber ich meine nur mal, die Charaktere sehen hier alle gleich aus. Oh, zack. Oh, fängt's vom Neuen an. Hä? Hey, hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey, komm zurück! Die sind nicht für dich. Oh, das ist ein Gruselmädchen, ey. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Oh Gott. Ja, lass einfach. Die sind nicht für uns! Ich weiß, aber da gibt's noch eine Tür. Was ist das Treppengelände? Treppenhaus? Ja, können wir her. Da muss ich da hinten die Tür angucken. Hier zum Beispiel. 2B. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Ist aber nicht alt. Die ist jung. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Ihr Kind? Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Ja, ihr Kind. Okay. Wo ist denn das Kind? Lala. Oh. Da ist ein Geist! Schläft doch. Versteckt sich. Erschreckst du gerne Kinder? Oder warum stehst du in einem Schrank? Ich denke ja, eigentlich, ja, oder? Ja. Das wäre aber nicht nett. Macht es Spaß, Kinder zu erschrecken? Ja. Wegen der Kleinen habe ich alles verloren. Es sollte ein einfacher Job sein. Leicht verdientes Geld. Was meinst du? Sie ist nur ein Kind. Spielt keine Rolle. Sie hat schon was gesehen. Vater schuldete den falschen Leuten zu viel Geld. Sie war nur eine Rückversicherung. Und da kommst du ins Spiel? Hab sie einfach so einkassiert. Nachdem alles vorbei war, hätte ich sie gehen lassen. Ich vermute, es war nicht so einfach. Mag sein. Aber sie schuldet mir was. Und ich gehe nicht, bis die Schuld beglichen ist. Lass gut sein. Könnte eine Weile dauern. Keine Sorge. Ich kann warten. Na toll, die Kleine kann immer nicht schlafen, oder was? Ja. Kann ich jetzt das andere machen? Habe nichts außer Zeit, mein Freund. Nee. Hängt hier irgendwo was? Nee, ne? Oder noch ein Boiler oder sowas Hübsches? Ne. Nur eine Dusche, in die ich also gerade so reinpassen würde. Gott, ist das komisch mit den Gewänden hier. Eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit an. Guck mal, da ist sie ja. Ist ein bisschen überbelichtet, die Gute. Ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Zwei A. Okay, Jungs. Platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück, Avery. Da liegst du richtig. Oh, komm, wir spielen. Daran vielleicht solltest du denken, wenn du dir deine Traum... Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Dann könnte ich euch ja nicht mehr euer Geld abnehmen. Wäre wahrscheinlich super, wenn ich abfangen würde, wa? Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen. Und wirf ein paar Chips in die Mitte, Nate. Next. Arme Kerle.
Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Lass mich in Ruhe, ja? Was tust du da? Guck mal, ob der Zoom geht. Ich wollte auf die Karten gucken. Nur Herzen. Oh, ein Pärchen. Ein Paar, das ist besser als nichts. Ziemlich cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Na gut. Oh, Schach wird auch wie gespielt. Endlich deine lag Karte. Da jemand auf dem Sofa? Lag da jemand auf dem Sofa? Kissen? Nein, schon wieder Kissen, oh Gott. Oh. Hä? Was war denn das? Wo ist er jetzt hin? Was war das? Hä? Was? Guck mal. Ein T-Rex! Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Wer ist das? Wieso? Weiß nicht. Kann ich nicht der so hin und her? Da ist er wieder. Oh. Ja, sobald ich auf ihn zugehe, geht er weg. Ja. Komischer Typ. Das ist die Außenwand. Nicht. Ja, schneller eben. Du musst echt ein starkes Blatt haben, wenn du nicht weißt, ob du spielen sollst oder nicht. Langwaage. Da kamen wir her. Oh! Was? Ach so. Ja. Was? Hier waren wir ja schon. Ja. Das ist 2B. Nix. Ah, oh Gott. Ach, ein Dämon. Ja, da kann ich dann wohl nicht hochgehen. Oh, I. Oh, I. Was passiert denn? Das ist so ein Dementor. Ich bin mal weggerannt. Weiß nicht wohin. Oh. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Drücken, um fortzufahren. Ja, schön. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Drücken, um fortzufahren. Also du musst jetzt durch möglichst viele Fände laufen, wo Schatten drauf sind. Achso, nee, durch die Dinger. Ach, da reingehen! Du kannst dich zwischen Objekten zum Verstecken hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Also drückst du jetzt die da an und rutscht darüber. Und so weiter. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Alter! Oh Gott! Halte F gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen. Nähere dich einem Dämon stets vorsichtig. Halte F gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen? Ja, dann drück mal F. Nee, ich muss jetzt mal verlassen drücken. Drück mal F. Ja, will ich doch. Da ist er. Aber kannst du F auch drücken, wenn du in so einem Schatten bist? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Warte. Ja, genau. Aber jetzt müsste ich doch hochkommen, oder? Jetzt müsstest du rein theoretisch hochkommen. Oder auch nicht. Nee, der ist da noch. Der ist noch, der ist genau in dem Treppenaufgang. Was war Licht? Oh Gott. Na, du kannst ja erstmal hier rausgehen. Da ist er. Geh mal. Nee. Bleib mal hier. Geh mal hier durch. Hier durch die Wand. Und jetzt irgendwie so, dass du den umgehst. Ich weiß nicht wie, aber. Oh, bei F. Kommt man jetzt an dem vorbei? Guck weg! Oh Gott, ey. Ja, versuch einfach mal, wir müssen es ja probieren. Ach, geht nicht. Schön. Das war lustig.
Mit diesem Versuch verabschieden wir uns dann auch in die nächste Folge. Ja, wir lernen ja immer Neues. Es bleibt weiterhin spannend. Oh Gott. Dämonen. Auch das noch.